Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt genau um 11. Wir sitzen bei halb zwölf. Wir sitzen bei Markus. Das erste Mal dieses Jahr 2015. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich die ganze Zeit schon drauf. Wir haben jetzt einen neuen Booster. Den Venom 2 von Braun. Ja, und wir sind gespannt, ob der knallt. Das ist unser erster jetzt dieses Jahr, den wir jetzt testen werden. Genau, der erste Booster-Check. Ja, geiler Untertitel. Warte, Micha. Warte, können wir so? What doesn't kill you? Wann sagt man sowas immer? Eigentlich immer, wenn irgendwas scheiße schmeckt. Und ich habe gestern schon mal ein Video angeguckt von Nils Stieper auf YouTube. Und der meint, das Ding soll richtig räudig schmecken. Ja, das sind die Räudis. Wir werden sehen. Räudiger wie Sekt, also. Wie viel machen wir dann erstmal drin, ungefähr, ist die Frage. Tja, gucken, das Krasse bei dem Booster ist ja wirklich keine Grammzahl drin. Also man steht nicht mal eine Grammzahl drauf. Und der ist auch nicht eine Grammzahl, wie der Scoop hat. Also das ist wirklich jetzt hier just for fun. Also, ja, jetzt mal sehen, den Scoop hier. Die haben gestern da auch in Gehäuften genommen. Und Markus, so machen wir es auch denn. Ja. Die haben die ganze Zeit. Ist aber nicht schlecht. Ja. Die haben ja die ganze Zeit keinen Booster bestellt, weil die. Es gab keinen, der jetzt irgendwie besonders war jetzt von Inhaltsstoffen. Weil die meisten haben alle Koffein drin, ihr AMP-Zitrat drin gehabt. Ja, Beta-Alanin immer zu unterschiedlichen Dosierungen. Von daher hat sich jetzt, für mich hat sich jetzt nicht gelohnt, so ein Ding zu testen. Aber der Venom 2 jetzt, da kann man wirklich sagen, Micha, zeig mal kurz die Inhaltsstoffe. Da ist es wirklich so, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Warte mal, mal scharf stellen hier. Auf jeden Fall, Mann, das Einzigste, was ich davon kenne, ist Kreatin und Koffein. Koffein, AMP-Zitrat. Ja, und obwohl, das war es ja schon. AMP offiziell verboten ist. Naja. Das ist eindeutig dein Scoop, Markus. Eindeutig Markus dein Scoop. Ich muss aber auch sagen, das Gute an dem Booster ist auch schon wieder, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo jetzt nur 4 Gramm sind. Also, wenn du reinguckst von den Inhaltsangaben, das sind doch ordentliche Dosierungen da drin. Ja, da kannst du nicht meckern. Also, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ein ultra concentrated Booster, wo du jetzt wirklich nur 4 Gramm nimmst oder sowas. Oder der riecht schon sehr fruchtig, ein bisschen chemisch. Der ist ganz schön vorne. Vom Geruch her ist er vom Geruch gefällt er mir schon mal ganz gut. Das ist mir jetzt Latte. Hau rein, Junge. Knall muss das Ding. Das ist Ultimate richtig. Little Bit Scoopy. Also wenn ich jetzt schon hier den ersten Booster nehme in dem Jahr 2015, mich alleine, ne? Dann soll das bitte auch jetzt ein guter sein. So, wenn wir normal läuft. Nee, halt's ruhig. Mach mal glatt. Ja. Einen glatten, Alter? Ich bin geklingt, ich will geholfen jetzt haben, Alter. Na gut. Die haben gestern auch so ein Ding genommen. Na gut, dann machen wir alles selber. Mich ja nicht, dass du mir umfällst, Alter. Ach, ich doch nicht. Mich aber nicht, Junge. So, Jungs, die Wasserpulle steht hier unten. Auf jeden Fall, Alter, aber mach jetzt wirklich nicht so viel drin. Na, ich wurde vorhin 300 bis 400. Ich habe jetzt wirklich Schiss, dass das Ding so scheiße schmeckt, dass ich es kaum runterkriege. Die hatten gestern sogar schon überlegt, das Zeug wegzukippen. Aber gut, da kippt man nicht. Ja, sehen. Ich denke mal, wird schon funktionieren. Löst sich nicht ganz auf. Boah, Reste sind unten drin noch. Der Geschmack ist jetzt zweitrangig. Aber ich finde eigentlich ist mir das immer schon wichtig, weil ja. Meistens, wenn ich früh mit mich auf den Sport gehe, dann trinke ich die immer schon früh am Laptop mal dran schon. Das ist immer wie eine Tradition. Und wenn ich mir deswegen aber früh am Morgenmittag fehlen muss, wäre es halt nicht so geil. Das ist richtig, wenn du so einen Drink hast, dann denkst du so, was du den willst, das kann richtig, wie Tunnelblick beispielsweise, der so ekelhaft süß war schon. Ey, das ist Sparta, Alter. Bam! Sparta! Oh, hier sind Leute, Alter. Alter, ist das räudig! Boah! Die Bestätigungen sind wirklich wahr, das Zeug schmeckt zum Kotzen. Wir haben hier da drin nichts von Aroma. Sau bitter, das hab ich mal gesagt. Was soll das denn für ein Geschmack sein? Oh. Pack and Punch, Alter, der haut dich um, Junge! Der haut, ey, das hier, der Spruch stimmt wirklich. Der gibt ja richtig einen Punch. Und darum 100%ig der Untertitel. Ja. What doesn't kill you makes you stronger. Ja, ich krieg schon Gänsehaut auf, ich schon gerade. Ja, das ist wirklich nicht gerade. Alter. Also bei Fruit Punch vom Geruch her denkst du, das ist sehr süß, schmeckt aber bitter. Ja, also Geruch und das Geschmack. Krass ist, Alter, ich hab grad versucht meine... Kennst du das? Man kann hinten so die Nase zu machen, dass du nicht durch die Nase atmen kannst. Mhm. Ja. Aber du schmeckst trotzdem auch also auf der Zunge alles. Das ist echt du musst jetzt das Zeug nicht vorne auf die Zunge machen, sondern hinten auf die Zunge, weil vorne hast du die meisten Geschmacksnerven. Ja, versuch mal Flüssigkeit hinten auf der Zunge abzulegen. Ja, wird ein bisschen schwer von Ort. 2,0. Aber um so auszusehen, Victor Martinez. Ja. Ja, müssen wir das machen, Alter. Müssen wir durch jetzt. Dann müssen wir das also, jetzt. Also, Eve Statement auf jeden Fall schon mal dazu, schmeckt verdammt scheiße bitter. Also wirklich. Okay. Saft oder. Ist mir jetzt ja, ich kenne das Ding jetzt hinter. Hahn oder so drin. Also, der schmeckt wirklich räulich.
Geschmack ist wirklich sehr bescheiden. Ja, ich werde vom Brand trinken. Back in Punch, Alter. Ja, die haben auch, bei Nils haben sie auch bei der Einnahme 1,5 von 10 Punkte gegeben. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Warum? Warum so viel? Warum so viel? Warum so viel? 0,5 wäre doch besser gewesen. Ja. Also sie schmeckt wie Affenpisse. Genau. Ich habe noch nie welche getrunken, aber ich stelle mir vor, dass die so schmeckt. Genau. Also wer schon mal diesen Kickdown hatte, den Sekt nutrition. Ich dachte schon, das soll gesehen gehabt. Den hatte ich jetzt, die Butter hat ich mir gelernt in der Zeit jetzt, von Markus an sie bekommen. Da muss ich ja wirklich sagen, der schmeckt besser. Ja, das war auch sehr bescheiden, aber besser. Das war für mich bis dato jetzt letzte Woche noch der räudigste Booster. Nicht von den Inhaltsstoffen, sondern wirklich nur vom Geschmack. Alter. Aber der hier löst es wirklich ab. Ich habe die ganze Zeit so einen bitteren Geschmack jetzt hier auf der Zunge. Selbst wenn du es nicht trinkst, also. Den habe ich auch nicht abgelegt, weil ich mit dem Rahmen so sind. Genau. Jetzt habe ich die abgelegt. Wir saufen das Zeug jetzt aus. Ja. Geh zum Training. Wir geben unser Bestes und dann kotzen wir euch nachher in die Höhle. Genau, und. Immer sieht's aus, Mann. Dann kommt hier unser Feedback. Ja. Bis später. So, sind gerade erstmal. Also, ich musste erstmal die Kamera anschalten. Es sind jetzt gerade mal vielleicht wieder weitere 7 Minuten vergangen. Ich hab's geschafft. Bin Erster. Markus kriegt gerade Gänsehaut. Der hat sich das Ding schon gestackt. Der hat die Hälfte so getrunken. Hat sie jetzt nochmal. Ist kein Booster. Ist hier Fireworks von Cytec. Schmeckt mich schön fruchtig. Als Geschmack. Sich nochmal rein gemischt, ist ein bisschen sanfter. Mich hängt die ganze Zeit schon auf dem Balkon. Ja, ich hab eigentlich zu kämpfen, was ich scheiße drin. Ja, der hat aber zu kämpfen, was drin bleibt. Ist wirklich, also. Leute, wenn ihr anfangt heutzutage mit Training und das ist euer erster Booster, verspreche ich euch, den nehmt ihr einmal und ihr nehmt nie wieder einen Booster. Weil der echt krass ist wie Sau, ey.
So Leute, wir sind zurück vom Training und jetzt kommt unser Fazit zu dem Feedback zu dem geilen neuen Teaser. 2.0. Okay, sieh mal, ich fang mal an. Ich fang mal an. Also, ich muss sagen, ich kam aus der Nachtschicht. Gestern habe ich letztes Mal um 6 gegessen. 8 Stunden in der Nachtschicht, bin früher erst um 6 ins Bett gegangen. Habe jetzt 4 Stunden geschlafen nur, weil es bei uns immer mit den Schichten jetzt war ein bisschen enger. Haben es ja nur alles geschafft. Also 4 Stunden geschlafen, nichts gegessen. Ja, also nochmal zu einer Mal, vorhin schon gesagt, das Zeug ist. Also, dafür gibt es gar nicht, ich finde dafür gar nicht Wörter. Das ist wirklich sowas von oberräulich, da sind wir uns alle einig. Hammerräulich. Das ist grenzscheinbar eine Körperverletzung. Ja, ja. Genau, das aber. Oder what doesn't kill you makes you stronger, denk daran. Genau, das verkörpert der Bus auch. Richtig, also, erstmal zu meinem Training. Gut, ein Pump-technisch muss man wieder sagen, kriegst du wieder von der Kohlenhydrate ab, Micha. Richtig. Du lädst ja gerade eben wieder, also hast du wahrscheinlich doch mal letztes Mal richtig einen Pump gehabt. Bei mir war der Pump sehr gut gewesen. Muss ich sagen, war sehr, sehr gut gewesen. Schön durchblutet. Habe ich mich schon nach 2 Sätzen Banken gemerkt, also das war schon top. Mhm. Und mein Training verlief heute wie auf Schienen. Also, klar, ist jetzt nicht so, dass ich sage, Alter Mann, ich bin vor 5 Stunden Stoff drauf, Alter. Muss ich wirklich sagen, bei Tief war das da, habe ich ja mein eigenes Herrscher und das war damals krasser gewesen. Aber trotzdem ist ja sehr, sehr gut. Fand ich jetzt, also wirklich fokusmäßig alles. Fokus, Energie fand ich sehr, sehr gut bei dem Booster. Wirklich, das Training war wie auf Schienen. Und ich habe heute mal wieder 7x 100 Kilo Bankdrücken geschafft. Das habe ich jetzt, beim letzten Training hatte ich glaube ich 5. Also sind 2 mehr. Sag ich, es noch genauso viel. Also könnte man vielleicht auf den Booster schieben. Also ich fand es daher sehr, sehr gut. Mehr sage ich jetzt erstmal dazu nicht. Das Fazit. Sagen wir mal, wenn alle gesprochen haben. Michael, erstmal du jetzt der Einnahme und Wirkung. Wie gesagt, Geschmack zum Kotzen. Auf jeden Fall. Wirkung, also ich habe guten Fokus gehabt. Habe auch die 100 Kilo Bankdrücken hoch, 2 Wiederholungen mehr, das waren nochmal 4 drin. Jo, Fahrer war gut, Michael, ich. Aber die Frage ist, kommst du vom Booster oder kommt das, weil ich jetzt mit den Kalorien hochgegangen bin? Genau, ihr wisst ja, wir machen mal diese Doku. Und Michael hat sich jetzt entschieden, mich, dass er diese Woche auf 2200 Kalorien geht. Mal schön zu laden, weil ich mache sehr viel Ausdauer zurzeit und vorher mit 1700 Kalorien plus Ausdauer einfach ein bisschen zu hart. Genau. Deswegen gehe ich auf 2,2 zurzeit. Das kann ich nicht genau sagen, ob die Mehrleistung durch den Booster kommt oder die Mehrleistung. Ich muss ein bisschen trainieren, genau. Aber ich hatte gute Energie, habe schön durchgezogen. Hat wirklich Spaß gemacht, den Booster. Aber auch der Booster schützt auch ein bisschen auf den Magen. Ich hatte ein leichteres Gefühl. Ey, das könnte jetzt so wieder sein wegen den Ekel. Das ist ja wirklich feier. Also, ich habe auch gestern Abend, letztes Mal um 6:30 was gegessen. Genau. Da wir mit Micha wirklich, Kraftmiss ist es geil, sind wir mit Micha also ziemlich gleich, kann man wirklich sagen. Ziemlich gleich. Unternehmungstechnisch machen wir wieder genauso. Mit diesen Fasten haben wir immer noch drin. Richtig, sind wir mit der Fasten, das ist seit 1,5 Jahren so drin bei mir. Genau, ist geil, geil Ernährungsweise. Okay, Markus, du willst einer drüber schissen, wissen wir, freudig. Freudig wie Sau, aber so technisch gesehen von dem Leistung, Pump und alles drum und dran, gut, ich mache zwar keine Hardcore-Diätphase in dem Sinne, aber ich kann meinen Körper ungefähr ein bisschen einschätzen. Also Pump, ja, ein bisschen aufgebunden bist du gewesen, also bist schnell gekommen, hier hast du gemerkt, die Muskeln, ich habe halt ein bisschen Rücken gemacht. Markus ist gekommen, also ist gekommen im Training. So, hast du gemerkt, am Anfang war Leistung nach Schwitzen wie ein Schwein, muss ich dazu sagen, also wirklich, ich habe wirklich extrem. Aber von der Sache her gesehen, ich sag mal, ich selber für den Booster vom Geschmack her, also ich nehme ihn nicht nochmal, also für mich ist er nicht interessant, ehrlich gesagt, ist raus. Also insgesamt würde ich mir jetzt, wenn ich den Booster aufgebraucht habe, ich würde mir nicht nochmal holen, weil er einfach viel zu ekelhaft schmeckt. Richtig. Du müsstest dir auch überlegen, mit was kannst du den denn stacken, damit du den Geschmack besser bekommst. Wir haben es ja gemacht. Wir haben ja versucht, hier ein bisschen dagegen zu arbeiten, den Geschmack hochzubekommen. Mit dem Firebox ging das? Kannst du vergessen. Es ging damit, es war besser. Also, ja klar, es war besser, aber es ist nicht so, dass man sagt, oh hey. Richtig, hast du dir gesagt, das ist aber noch nicht das, was du dir vorstellen kannst. Du musst dir mal vorstellen, ich habe mir doch keinen Booster her vom Geschmack, der räudig schmeckt. Und musst dir mit allen möglichen anderen Boostern kombinieren, damit ich den Geschmack hochkriege. Das ist ja nicht das A und O eigentlich von der Sache. Richtig. Also Leute, wir fangen zusammen. Einer ultramäßig räudig. Ja. Wirklich, in Punktezahl wäre es 0,5 von 0 von 10 Punkte. Ja, richtig. Training fand ich gut. War gut. Aber was bringt's? Da ist der Booster im Endeffekt Gesamtfazit ist einfach nur Mittelmaß leider. Ja. Durch den Geschmack leider nur. Wer richtig krasse nehmen ist, richtig harter Typ, Junge, das Ding wegballert. Richtig, Geschmack scheiße, dann ist es sehr gut, dann könnt ihr das gerne machen. Wir auch uns. Dabei. Ansonsten für uns wäre jetzt so nichts. Richtig. Ja. Definitiv nicht. Für mich ist auch nicht. Ja. Genau, wir werden sehen. Komm, wir quatschen nicht so viel. Ja, also, okay, sorry. Macht's gut, Leute. Bis dann.